Die erste große Springprüfung beim CHIO Aachen 2022 steht an. Der Turkish Airlines Preis von Europa ist eine der wichtigsten Prüfungen für die Springreiter beim Weltfest des Pferdesports. Zum zweiten Mal wird der Preis in der besonderen CHIO Aachen Flutlichtatmosphäre ausgetragen. Unter Flutlicht zu springen ist eine besondere Herausforderung für Pferd und Reiter. Denn eine solche Prüfung reitet auch die Weltelite nicht alle Tage. Das macht die Spannung bei den Zuschauern umso größer. Bereits im Laufe des Tages war viel los auf dem CHIO in der Aachener Sörs. Den Besuchern des Mega-Events fällt nur Gutes über den CHIO ein. Immer wieder aufregend, international, traditionell. Immer gutes Wetter und immer gute Stimmung. Es ist immer wieder toll. Und am Abend dann das große Highlight. Beim Turkish Airlines Preis von Europa winkt ein Gesamtpreisgeld von 200.000 Euro. Auch Dressurreiterin Lisa Müller mit Ehemann Thomas und Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern, sind unter den begeisterten Zuschauern. Daniel Deusser holt im ersten Umlauf mit einem sauberen Ritt die Führung. Mit seinem 11-jährigen Hengst Bingo nimmt er die Hindernisse mit Leichtigkeit und Geschwindigkeit. Im zweiten Umlauf galoppiert zunächst der Weltranglisten-Erste Martin Fuchs an die Spitze. Als Drittletzter geht der Amerikaner McLean Ward mit seinem 13-jährigen Wallach Contagious in den Parcours. Er springt in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Dadurch wird es für Daniel Deusser ein Wettlauf gegen die Zeit. Er will zu viel und reißt. Für ihn wird es am Ende nur der 8. Platz. Das Stechen war für mich eigentlich fast unmöglich zu kriegen. Mein Pferd hat nicht den allergrößten Galopp, trotzdem muss ich sagen, hat er alles probiert. Ich habe höchstes Risiko in die Kombination genommen und war halt einfach ein klein bisschen zu flach. Sieger beim Turkish Airlines Preis von Europa, McLean Ward. Ich fühle mich unglaublich. Dies ist einer der bedeutendsten Wettbewerbe im Springsport auf dem größten Event der Welt. Es sind tolle Zuschauer hier. Jetzt endlich zu gewinnen, ist etwas ganz Besonderes. Auf dem zweiten Platz sortiert sich ein enttäuschter Martin Fuchs ein. Ich war etwas zu langsam. Ich muss ehrlich sagen, mein Parcours war sehr gut, mein Stechparcours. Ich habe alles so erwischt, wie ich es haben wollte. McLean war einfach noch ein bisschen schneller. Er hat mich gesehen und er wusste genau, was er machen muss. Und er ist halt ein Ausnahmestechenreiter. Ein spannender Tag beim CHIO Aachen 2022 geht zu Ende. Für McLean Ward ist jetzt Entspannung angesagt, denn er ist durch seinen Sieg automatisch für den Rolex Grand Prix, den großen Preis von Aachen am Sonntag, qualifiziert.